Kurz vor der Bundestagswahl wollen Bündnis 90 die Grünen bei einem kleinen Parteitag noch einmal für ihre Ziele werben. Im Mittelpunkt des Parteitags steht ein Leitantrag zum Wahlprogramm. Vorgesehen sind Maßnahmen, die die klimapolitischen Pläne der Partei sozialverträglich abfedern sollen. Kanzlerkandidatin Baerbock stimmte die 100 Delegierten in ihrer Rede auf den Wahlkampfendspurt ein und warb für einen Politikwechsel. Sie forderte, Klimaschutz und sozialen Wohlstand nicht gegeneinander auszuspielen. Uns geht's um eine echte Veränderung, um Inhalte. Wir legen hier ein Programm für sozial gerechten Klimaschutz vor. Weil auch darum geht's bei dieser Bundestagswahl, dass nicht weiter die Frage von Gerechtigkeit gegen Klimaschutz gestellt wird, sondern so wie in Baden-Württemberg gezeigt wird, das geht Hand in Hand. Klimaschutz sichert Arbeitsplätze, unseren Industriestandort und damit den sozialen Wohlstand. Und das heißt Förderprämien für Elektroautos, das heißt ein Energiegeld, was, glaube ich, jeder von uns um 3.33 Uhr nachts jetzt runterbeten kann, weil es das Top-Thema des Wahlkampfs ist. Aber es ist nicht die entscheidende Frage für einen echten Aufbruch für soziale Gerechtigkeit. Ja, wir haben das jetzt verstanden, dass Soziales anderen Parteien immer einfällt, wenn wir in Talkshows über Klimaschutz reden. Aber Sozialpolitik ist doch deutlich mehr. Nicht das Klima ist daran schuld, dass nach wie vor, auch nach dieser Pandemie, wo Pflegekräfte, wo Erzieherinnen, wo Reinigungskräfte beklatscht worden sind, man in der GroKo nicht im Traum daran gedacht hat, jetzt den Mindestlohn zu erhöhen. Das muss kein Slogan im Wahlkampf sein, sondern das hätte man früher machen können. Und deswegen bedeutet ein Aufbruch für soziale Gerechtigkeit vor allen Dingen als allererstes den Mindestlohn auf 12 Euro anzuheben. Zum Wahlparteitag der Grünen jetzt eine Einschätzung meines Kollegen Christian Feld. Es bleibt bei der Botschaft der Grünen, dass das Thema Klimaschutz natürlich absolut zentral ist. Und sie sagt immer wieder, diese kommende Bundesregierung ist die letzte Regierung, die noch etwas entgegensetzen kann. Und deshalb muss sich natürlich eine zukünftige Bundesregierung daran orientieren. Es gab eher schon eine deutliche Abgrenzung gegenüber SPD, gegenüber Union, mit der Botschaft, das waren verlorene Jahre. Und wir können jetzt eine Veränderung herbeiführen. Das ist ja auch das große Motto, dieses Wort Aufbruch, was auch auf der Bühne hinten aufgetragen ist, Aufbruch oder weiter so. Das ist das zentrale Wort, was sich wieder und wieder in allen Reden und in allen Auftritten widerspiegelt. Und das ist die Wahl, wo Annalena Baerbock sagt, das sind die beiden Alternativen, um die es geht. Auch die FDP hatte eine Woche vor der Wahl zu einem Sonderparteitag nach Berlin eingeladen. Die Delegierten verabschiedeten einen Wahlaufruf, der zwei Vorbedingungen für eine Regierungsbeteiligung der FDP festschreibt. Zum einen ein Festhalten an der Schuldenbremse, zum anderen eine Absage an Steuererhöhungen. FDP-Chef Lindner lehnte in seiner Rede ab, sich vor der Wahl auf eine mögliche Koalition festzulegen. Ich höre da jetzt immer auch von unseren geschätzten Kolleginnen und Kollegen von CDU und CSU, die FDP müsse dieses und jenes ausschließen. Die FDP müsse dieses und jenes ausschließen. Wir haben in der Vergangenheit schon gezeigt, vor 4 Jahren, dass uns unsere Überzeugungen wichtiger sind als Karriere. Wir sollten irgendwas ausschließen, sagt die Union. Ausgerechnet die Union verlangt von uns, dass wir etwas ausschließen sollen. Dabei war die Union es doch, die 2017 bereit war, in der Energie-, in der Flüchtlings- und in der Wirtschaftspolitik nahezu die Richtlinienkompetenz an die Grünen abzugeben. Dabei war es doch die Union, nicht wir waren das, ausgerechnet, liebe Freundinnen und Freunde, ausgerechnet die Union verlangt von uns, wir sollten irgendetwas ausschließen, nachdem die Union ja seit Jahr und Tag ihr eigenes politisches Koordinatensystem regelmäßig opportunistisch nach links und grün ausgerichtet hat. Den Parteitag der Liberalen beobachtet mein Kollege Frank Jahn. Hier seine Einschätzung nach der Rede Christian Lindners.
Christian Lindner geht es vor allem darum, sagt er, dass die FDP eine eigenständige Kraft sein soll in diesem Wahlkampf in Deutschland, dass sie die Kraft, der Garant der Mitte sein soll und auch bei der Wahl mit dem Ergebnis, das entsprechend abgebildet wird und sie so stark wird, dass sie in eine Regierung kommt. Wer gehofft hatte, dass er hier eine Koalitionsaussage machen würde vor der Wahl, der wurde enttäuscht. Das hat der Lindner nicht getan. Aber natürlich konnte man heraushören, das betont er ja auch immer wieder, dass sich die FDP der Union sehr nahe fühlt. Also Jamaika, das Wort hat er nicht in den Mund genommen, aber das steht natürlich im Raum, dass das der Favorit wäre für die FDP. Gleichzeitig sagt er, ist die Union so schwach im Moment, dass man sich darauf natürlich gar nicht verlassen kann, dass es mit der Union in eine Regierung klappen würde. Und er sieht da ja auch, dass es, wie er sagte, Signale der Union nach links und grün gibt. Das hat er auch kritisiert. Aber wie gesagt, er hat keine Koalitionsaussage getroffen, auch eine Ampel nicht ausgeschlossen mit SPD und Grünen. Er will dafür sorgen, dass die FDP in der Regierung ist.